Mahlzeit, ich bin's, euer Speedy. Ja, ich habe mir mal wieder eine Kleinigkeit zugelegt. Eine Dual SRAM, niegelnagelneuer Schaltgriff oben, die Kickbox neu. Und hier ist die passende Felge dazu. Da muss ich den hier noch austauschen. Ich habe das ganze Ding jetzt schon einmal durchgeguckt, habe es neu gefettet. Das wird wahrscheinlich die neue Dual-SRAM, also für meinen Kreidler. Ich bin jetzt gerade eben schon dabei gegangen und habe beim Kreidler, das habe ich jetzt hier hingehangen, und hier beim Kreidler ist hier oben noch eine Öffnung frei. Die kommt hier unten raus, da. Und da möchte ich jetzt ganz gerne den zweiten Schaltzug reinmachen für die Dual SRAM, dass ich das dann hier oben vernünftig am Lenker kriege. Das kommt da unten auch an, da bewegt sich auf jeden Fall irgendwas. Jetzt werde ich mal versuchen, das da rauszufingern. Und dann werde ich mir schon mal den Schaltzug da hinlegen. Und wenn ich dann hinten die Kassette gekriegt habe, das Ritzelpaket für hinten, ich habe mir die gleiche nochmal gekauft, wie die große, die ich hier schon dran habe, nur in 8-fach, weil hier ist ja 9-fach drauf. Und dann gibt es quasi die 9-fach, kommt weg. Dann kommt eine 8-fach drauf mit der Dual SRAM, also mit den drei Schaltmöglichkeiten dann noch in der Narbe. Hätte ich 24 Gänge. Und dann sollte das funktionieren. Ich stehe hier auf diese Dual SRAM und jetzt mal gucken, ob wir den Bautenzug da reingeschoben kriegen, ob ich das dann irgendwie fixieren kann. Und wenn dann nächste Woche die Teile kommen, werde ich das mal umrüsten. Das Hinterrad, was hier drin ist, wird selbstverständlich aufgehoben, weil wenn das nämlich nicht funktioniert und ich da keinen Bock drauf habe, beim Kalkhoff war es ja der absolute Kracher, das heißt aber noch lange nicht, dass es hier beim Kreidler auch funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall da mal reinfummeln, werde jetzt mal gucken, ob ich die Bautenzughülle da rausgezogen kriege und ob ich das bis da hinten hin verlegen kann. Oh, jetzt habe ich mir mal etwas dickeren Draht genutzt, hier genommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, ich habe ihn schon. Yes! So, hier ist er, der Bautenzug. Sehr cool. Oh, jetzt geht er dann, kommt er dann hier offiziell raus. Den fummeln wir hier mit rein. Dann gehen wir hier unter dem Klickfix lang. Die Schaltung werde ich ja eh austauschen. Da kommt ja dann der andere dran. Und dann habe ich hier oben noch so viel liegen, dass ich hier jederzeit das mir so hinbasteln kann, wie ich das haben möchte, und abschnippern den Rest. Ja, drauf geschissen, dann fehlt die, ist ja halt 30 cm, die ich dann hinterher wegschmeiße. Aber lieber zu lang abgeschnitten als zu kurz. Wenn ich das da schon reinfummle, dann kann es auch schön sein. So, ich werde jetzt hier erst noch mal diesen Schnupsi besorgen, werde das gleich hier fixieren, damit er hier an der Stelle fest ist. Das andere Ende, wo ist er? Ist hier, das reicht bis da hinten auch locker. Hier, da kann ich das dann auch passig machen. Muss noch eine Kurve, siehst du? Da gehört noch eine Kurve dran, also können wir den sogar noch ein Stückchen durchziehen. Da kommt dann die Schaltung hinten dran. Genau, das werden wir erstmal, das werde ich jetzt erstmal so weit so verlegen, dass ich es hier alles vorgefertigt habe. Und wenn ich dann weiß, ob ich diese Felge ans Laufen kriege und ob das dann hier alles reinkommt und ob das Ritzelpaket da ist, dann werde ich mir das alles auf Länge machen und dann kommt hier die Dual Drive rein.
So ist der Plan. Ja, Mahlzeit. Hier bin ich wieder. Jetzt hat es 3 Wochen gedauert, dass mein Ritzelpaket für die Dual Drive gekommen ist. Also für das Hinterrad, was ich ja in das Kreidler machen möchte. Ich habe das hier schon mal drauf montiert. Ich habe selbstverständlich gleich 2-mal bestellt, weil am Liegedreirad muss ich auch neu machen. Das ist ziemlich fertig da hinten, das ganze Ding. Deswegen habe ich gleich 2-mal bestellt. 2-mal von Shimano. 8-fach. Und das größte Kettenblatt hat, glaube ich, 36. Das sind 2 Zähne weniger als das, was ich jetzt auf dem Kreidler drauf habe. Da habe ich nämlich einen 38er hinten drauf, aber dafür habe ich dann hier 24 Gänge, wenn ich die Dual Drive ins Kreidler baue, wenn das funktioniert. Und wenn nicht, rüste ich alles wieder zurück. Ich werde nur die Reifen umziehen und die Schläuche aus dem Kreidler hier in das Hinterrad machen, wo die Dual Drive drin ist. Und alles andere werde ich mir so an die Seite legen, dass ich es jederzeit wieder umrüsten kann, wenn das nicht funktioniert. So machen wir das. Jetzt versuche ich erstmal den hier rauszukriegen. Da ist hier ein Schlitz drin. Ach, das geht ja einfach. Ja, das ist dieser Schaltstift, der dann quasi die Narbe umschaltet. Der ist nicht abgebrochen, der ist einfach nur krumm. Und den werde ich auch aufheben. Weil wenn man sowas mal braucht, dann hat man es wenigstens. So, das hier ist der neue. Ah, dann machen wir gleich mal ein bisschen Schmatze dran. Nicht ans Gewinde, aber an den Rest. Kann ja mit Sicherheit nicht schaden. So, der Fest kommt ab. Tja, ich hätte gedacht, ich könnte hier die neuen Schrauben drauf machen, die da bei dem Reparatursatz bzw. bei dem Anbausatz mit dabei waren. Aber nein. Wo seid ihr denn da? Ich muss das alte Zeug wieder nehmen, weil dieses RAM Dual Drive hat ein anderes Gewinde oder anders. Die SRAM Dual Drive 2, die ich hier habe, hat ein größeres Gewinde, eine größere Achse als die Dreier. Das heißt, ich kann die Drehmomentstützen von der Dreier kriege ich nicht hier auf die Achsen und selbstverständlich die Schrauben bzw. die Muttern, die auf der Achse gehören, passen selbstverständlich auch nicht. Das Einzige, was ich nicht ausprobiert habe, ist hier die Hutmutter, die neue. Aber die dürfte auch nicht passen. Oder? Nee, vom Gewinde her irgendwas anderes. Keine Chance. Und diese ganzen Radmuttern, die ich hier noch über habe, von meinen gesammelten und ausgeschlachteten Werken, ist keine bei, die auf die SRAM passt. Geil, oder? Und hier habe ich auch noch ein paar Drehmomentstützen. Das sind eigentlich keine Drehmomentstützen, das ist eigentlich eine Halterung, dass das Rad nicht rausfällt. Ich glaube, die waren vom Anhänger. Passt natürlich nicht. Ja, das hätten wir soweit. Und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage,
Was mache ich jetzt zuerst? Mache ich jetzt erst das Liegerad, dass das wieder einsatzfähig ist? Oder rupp ich jetzt meinen Kreidler auseinander? Beim Liegerad müsste ich nur schnell das Ding tauschen. Das sollte nicht ganz so das Problem sein. Da habe ich so viel Spiel in der Kette, dass das recht zügig gehen sollte. Und diese andere Klamotte mit dem Kreidler, das wird ein bisschen aufwendiger, weil da muss ich komplett neue Bautenzüge legen. Da muss ich alles neu einstellen, da muss ich den Umwerfer anpassen, da muss ich das Schaltwerk anpassen, so rum ist richtig. Da muss ich die Kickbox anpassen, also wenn ich damit anfange, kann das sein, dass ich das heute nicht fertig kriege. Vielleicht sollten wir erst schnell mit dem Liegerad anfangen. Habe ich da jetzt Lust zu? Wenn ich das jetzt fertig habe, dann kann ich ja morgen noch eine Runde fahren. Heute ist das Wetter nicht so schön, aber morgen soll es schön werden. Und ich wollte eben mit dem Liegerad los, weil ich ja meinen Assi-Zepter-Halter testen wollte. Ich mache erst schnell das neue Ritzelpaket, beziehungsweise ja, das Ritzelpaket aufs Liegerad drauf. Und dann geht es mit dem Kreidler weiter. Beim Liegerad, das muss ich euch nicht zeigen, das haben wir glaube ich schon 1000 Mal gemacht, dieses Rad da ein- und ausgebaut. Also es geht gleich mit dem Kreidler weiter, aber ich mache das erstmal. Ja, hier haben wir das gute Stück. Ist schon ziemlich runtergerockt. Und das soll da jetzt drauf. Ja, das hat ein paar Zähne mehr. Hier, das sind die genau die gleichen Drehmomentstützen, wie ich sie an der Felge auch habe. Alter, die Dinger sind schon richtig scharf, ey. Boah, ist das schon so mit runtergerissen? Fucking unfassbar. Und was für eine kleine Abstufung hier unten, da geht ja gar nichts mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die beiden letzten hier unten, die sind fast identisch. Da komme ich jetzt natürlich mit der MTB-Abstufung, die ich jetzt hier drauf mache, deutlich besser hin. Wenn man seht ihr ja glaube ich schon, wie hier die Abstufung ist und wie hier die Abstufung ist. Da haben wir es drin. Es schaltet alles, es funktioniert. Der kleinste geht, der leichteste geht, aber ich habe festgestellt, dass nicht nur mein Ritzelpaket ziemlich fratz ist. Seht ihr das? Ich glaube, ich kann da mal ein paar neue Ketten bestellen. Die sollten es jetzt hinter sich haben, so labberig wie die sind. Und das liegt nicht am Kettenspanner. Die ist einfach durch. Ich würde sagen, ich habe Rücken. Ich habe Rücken. Ich habe Kamera. Ich habe alles heute. Ja, ich würde sagen, ich werde mir mal drei neue Ketten bestellen. Und dann kommen da mal ein paar neue Ketten drauf. Ja, das ist halt so. Irgendwann ist die ganze Angelegenheit durch. Und wenn man dann noch mit E-Unterstützung fährt, ist es gleich noch dreimal schneller durch. Weil der Motor doch ein bisschen mehr Antritt hat wie jeder Fahrer da oben. Und da sind die Ritzel und die Ketten halt etwas schneller durch. Wenn man das umbaut, muss man das immer bedenken. Also man kann dann kein Intervall mehr von, was keine Ahnung, 10.000 Kilometern fahren, um irgendwas zu sagen, sondern man wird dann wahrscheinlich mit 7.000 Kilometern sich mal einen neuen Satz Ketten kaufen. Beim normalen Pedelec vielleicht nicht ganz so schlimm, weil es nur eine Kette ist, aber hier am Liegerad sind es immer gleich drei Ketten. Und wenn man dann noch die guten HG-Ketten kauft, HG70, HG was ich, HG73 oder was ich wie die heißen, die ein bisschen was können, wie gesagt, ich bin ja der bekennende Shimano-Fan, ja, dann sind da mal eben 40 Euro weg, ne? Oder 50, je nachdem, wo man sie einkauft. Ja, aber nutzt alles nichts. Ich möchte, dass das Ding auf Vordermann ist. Es schaltet jetzt wieder wunderbar. Das Ritzelpaket ist deutlich größer. Er kratzt jetzt zwar so ein bisschen an meinen Radlaufscheiben, aber das wird sich über kurz oder lang auch erledigen, weil die Radlaufscheiben sind Plastik. Das Schaltwerk ist Metall.
Ich denke mal, ich weiß, was da zuerst aufgibt, was da zuerst sich abgeschliffen hat. Und ganz so oft werde ich ja auch nicht im kleinsten Gang rumfahren, also im größten Kettenritzel. Von daher, sobald ich wieder einen da drunter bin, ist das ja alles gut. Und das eine da drunter ist dann ein bisschen mehr als das hier, hat sogar, glaube ich, noch zwei Zähne mehr als das größte hier. Also bin ich da erstmal guter Dinge, dass das so funktioniert. So, jetzt mache ich ein kleines Käffchenpause und dann hänge ich meinen Kreidler mal an die Decke beziehungsweise auf den Montageständer und dann geht's da weiter. Bevor ich jetzt hier wirklich die Reifen umziehe, gucke ich erstmal, ob ich die andere Felge hier überhaupt reinkriege. Und wenn das nicht geht, kommt das da wieder rein. So machen wir das. Ich hole mal das andere Rad hinterher und dann gucken wir mal. Tja, schauen wir mal. Nichts kaputt und nichts rumliegen, wenn es geht. Ja, das könnte gehen. Ja, also die Dual Drive tut es. Dann werde ich da jetzt mal den Reifen runterziehen, werde da den anderen Schlauch von dem reinmachen und dann werden wir die ganze Angelegenheit mal versuchen umzurüsten. Reifen umziehen brauche ich euch nicht zu zeigen, haben wir tausendmal gemacht. Also sehen wir uns, wenn ich das gleich umgezogen habe, dann montiere ich das hier wieder rein und dann kümmern wir uns mal, dass wir den Schaltgriff abkriegen da oben und das alles ändern. Dann müssen wir die Bautenzüge hier neu machen, einmal für das Schaltwerk hinten und einmal für die Kickbox und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. So, und da haben wir es drauf. Wenn ihr ein E-Bike umbaut, denkt an das Magnet, ist wichtig. Und bei der Gelegenheit, wo wir mal wieder an Reifen rumfummeln sind, möchte ich mal auf eine Frage antworten. Und zwar hat mich der Jordan, glaube ich, gefragt, Speedy, welches Ventil bevorzugst du beim Fahrrad? Und also was ich bevorzuge, ist nicht automatisch das Beste. Und das sind die Autoventile, die AV-Ventile. Die sind super bequem, gar keine Frage, weil ich an jede Tankstelle ranfahren kann, kann da meinen Reifen auffüllen. Die besten Ventile sind die französischen Ventile, die SV-Ventile. Das sind die einzigen Ventile im Fahrrad, die manuell verriegelt werden. Hier oben ist ja dieser Pinöppel, den man dann raufdrehen kann, wo man dann die Luft rein und raus lässt. Wenn man die richtig zugemacht hat und dann die Kappe drauf hat, sind die dichter als jedes andere Ventil, also als jedes andere Ventil von irgendwelchen anderen Schläuchen. Das sind die einzigen Ventile, die manuell wirklich verschlossen werden und die bleiben dicht. Ein Autoventil hat das Problem, dass in dem Autoventil eine Membrane ist. Die Luft drückt oben drauf, dann wird unten eine Membrane zugemacht, Stück, und die hält die Luft, also sorgt dafür, dass die Luft im Schlauch bleibt. Wenn jetzt, und das ist bei allen Schläuchen so, über die Zeit verliert ein Schlauch Luft, also es wird weniger Luftdruck im Reifen. Und bei Autoventilen und ganz schlimm bei den ganz normalen Fahrradventilen lässt der Druck hinten auf die Membrane, die das Ventil verschließt, nach und die Luft geht schneller aus dem Reifen raus, weil das Ventil dann irgendwann mit weniger Druck auch nicht mehr dicht wird. Ein SV-Ventil verliert zwar, beziehungsweise der Schlauch verliert über die Zeit zwar auch Druck, aber das Ventil selber, egal wie viel Druck da drin ist oder wie wenig Druck da drin ist, kann über das Ventil keine Luft verlieren, solange das Ventil hier oben zu ist. Also bleibt trotz des Verlustes über den Schlauch im SV-Ventil die Luft länger im Reifen. Deswegen mag ich ganz gerne die SV-Ventile für die Bequemlichkeit am Mountainbike und sowas. Nehme ich die Autoventile, aber auf gar keinen Fall kommen bei mir die ganz normalen Fahrradventile mehr rein, weil diese Blitzventil-Dinger da, das ist eine Katastrophe, das will keiner haben. Also entweder
SV oder Autoventile. Alles andere vergessen. Und wenn ihr eine Felge habt, wo ein SV-Ventil drin ist, also ein französisches Ventil, probiert vorher, ob ihr dann ein AV, ein Autoventil reinkriegt. Meistens sind die Löcher in den Felgen für die SV, also für die französischen Ventile, kleiner. Und ihr solltet da nicht beigehen. Einfach in der Alufelge rumbohren und dieses Loch größer machen. Wenn das nicht sauber ausgebohrt ist, dann fängt die Felge an der Stelle an zu reißen. Dann sind erstens alle naselang die Schläuche im Eimer und irgendwann knackt euch die ganze Felge weg. Nicht machen, wenn ihr da keine Ahnung von habt. Oder zum Profi gehen. Sind SV-Ventile drin, passen keine anderen rein, steckt wieder SV-Ventile rein. Die funktionieren richtig gut. Besorgt euch für ein paar Cent 50 diese Adapter. Die schraubt man auf die SV-Ventile drauf und dann funktionieren die wie ein ganz normales Autoventil. Nicht selber dann rumbohren. Nur wenn es absolut nicht anders geht. Schön vorsichtig, wenn überhaupt. Und echt aufpassen, dass euch die Felge nicht versaut. Habt ihr die Felge an der Stelle so durchgebohrt und so versaut, reißt euch die Felge da weg und ihr könnt die ganze Felge wegschmeißen. Das wollte ich nochmal dazu sagen. So, jetzt stopfe ich das Ding hier wieder rein und dann gucken wir mal zu, dass wir die Kabellage verlegt kriegen. Eins kann ich euch sagen. Irgendwann, wenn ich groß bin und mit YouTube Geld verdiene, spare ich mir das ganze viele Geld, was ich da verdiene. Und dann kaufe ich mir irgendwann mal ein Fahrrad, was fix und fertig ist, so wie ich das haben möchte. Mit einer vernünftigen Schaltung, mit einem vernünftigen Akku, mit einer tollen Federgabel, mit einem tollen Gepäckträger hinten drauf, einen super Lenker, so dass ich mich da drauf setze und einfach nur wohlfühle. Ohne irgendwas dann rumzubasteln. Irgendwann kommt das. So, Kaffee ist fertig. Ja, ich kann meinen Kaffee später auch trinken. Das lässt mir keine Ruhe, dass da jetzt wieder durchkriege. Nein, falsch gemacht. Falsch gemacht. Ich hab's doch falsch gemacht. Wo ist denn der Schaltgriff? So, ich habe da jetzt noch ein bisschen Öl dran gemacht, hier oben rein. Und jetzt schieben wir das mal da durch. Ich musste da leider vorne ein Stückchen abkneifen, weil das durchs Lagern schon etwas verranzt aussah. Und es kommt hinten nicht an, oder? Ganz knappe Nummer. Ah, doch, es kommt raus. Cool. Nee, ne? Ich habe es gerade eben noch gesagt, ehrlich. Ich habe es gerade eben noch gesagt. Ich habe gerade erklärt, dass hier oben die Dreier-Kick, also dass die Schaltung für die Kickbox dran ist. Den Bautenzug nicht nehmen. Wir nehmen den aufgerollten, der für den Drehschalter ist. Welchen habe ich jetzt durchgesteckt? Genau. So. XT. Ich hab's wieder getan. Die Bremse vergessen. Tja, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt hier alles drauf,
habe den Schaltgriff oben dran und kann hier auch schalten. Aber nicht so richtig. Ich kann zwar die Gänge schalten, aber er überspringt immer wieder Gänge. Und der Drehgriff schaltet in die verkehrte Richtung. Der kleinste Gang müsste eigentlich 8 sein, der größte Gang 1. Tut er aber nicht. Jetzt habe ich mich mal belesen, dass der SRAM Dual Drive Drehgriff hat eine andere Abstufung als dieses ganze Shimano XT, Deore, XTR und sowas. Also die einzelnen Stückchen, die beim Schalten der Bauzug weitergezogen wird, sind bei der Shimano etwas größer, bei der SRAM etwas kleiner. Das heißt, wenn ich hier mit der SRAM schalte ich im Shimano 2 Gänge. Ich muss definitiv das Schaltwerk hinten austauschen und muss da ein SRAM dran machen. Am besten SRAM Dual Drive, habe ich leider nicht mehr. Aber ich habe noch ein VIA Schaltwerk, ziemlich neu. Das soll auch funktionieren. Das heißt, ich werde jetzt die Kette trennen, werde das XT-Schaltwerk da von Shimano rausschmeißen, werde das hiermit versuchen, werde die Kette wieder zusammennieten und dann werden wir mal versuchen, ob wir das nochmal neu einstellen können. Und hier zieht der Drehgriff dann auch in der richtigen Richtung. Der wird nämlich hier umgelenkt, kommt dann hier hinten rein, eingespannt und soll dann eigentlich in die richtige Richtung ziehen. Das heißt, meine Einstellung oben am Drehgriff sollte dann auch wieder passen. Jetzt muss ich den ganzen Krempel da wieder umbauen. Und wenn es dann hinterher nicht funktioniert, nochmal wieder umbauen, weil ich dann wieder auf die Originalkassette bzw. aufs Original-Hinterrad umbaue. Ich mach mal. Tja, man glaubt es nicht. Ich habe es jetzt einfach nur ganz grob hier durchgezogen, ihr habt das ja gesehen. Habe jetzt die Kette wieder zusammen, habe das da durchgefädelt und habe jetzt einfach mal geschaltet. Bin jetzt in Gang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, noch nicht ganz perfekt, er knatscht noch ein bisschen. Einfach ein anderes Schaltwerk, steht auch SRAM drauf. Und schon geht es deutlich besser als mit dem anderen Ding von vorhin. Ja, wieder was dazugelernt, würde ich sagen. Wie heißt das so schön? Wer sich dumm anstellt, der bestraft das Leben. Oder wer am lautesten schreit, kriegt dann deutlich in den Arsch getreten. Ich habe doch gerade so schön erzählt, dass ich das hier festgemacht habe und dass es dann wunderbar geht. Jetzt habe ich noch 2-3 Mal hoch und runter geschaltet. Ich hatte vergessen, die Schraube hier festzuziehen. Also hat sich das Kabel gerade, der Bauzug gerade eben komplett rausgezogen und es ging wieder nüchte. Also nochmal einstellen. Mein Kaffee steht da, den werde ich jetzt trinken. Alter, jetzt lasse ich die Finger da aber wirklich von. So. 1, 2, 3 Kabelbinder. Das Ding ist fest. Das ist schön geschrumpft und verschweißt hier oben. Er schaltet. Das könnt ihr hier oben sehen. Ich hole euch ein bisschen ran. Jetzt in 1, 2, müsste genau da in der Leiter sein, mehr oder weniger zumindest, und 3, 2, 1, 3, 2, 3, geht ein bisschen schwer noch, aber es geht und ich habe jetzt auch glitschige Finger und der Bautenzug ist neu. Und das gehört auch alles nicht dahin.
Also gehe ich da mal von aus, dass es funktioniert. Ich werde jetzt gleich noch nachher noch eine Probefahrt machen. Jetzt kommt erstmal wieder der Kettenschutz dran, dann werde ich die Reste abschlippern, dann kommen dann noch Endhülsen drauf, damit wir die Dinger nicht ausfransen. Hinten in der Kickbox, das Teil lasse ich jetzt erst noch ein bisschen drauf, bis ich es dann wahrscheinlich irgendwann nochmal nachstellen muss. Und dann mache ich die Endkappe da drauf. So ist zumindest der Plan. Gut, dann war es das eigentlich schon mit dem Video. Ich werde euch vielleicht noch die Probefahrt hinten dranhängen oder beziehungsweise Bericht erstatten, wie die Probefahrt war, ob alles funktioniert. Und dann ist an dieser Stelle das Video zu Ende. Ich würde sagen, ich verbleibe euer Speedy. Wir sehen uns in irgendeinem meiner anderen Videos. Bis dahin, ciao, ciao, bye, bye und see you soon. Melde mich ab mit Brille auf dem Kopf. Einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich drüber freuen. Bis dahin.